Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Wir spielen heute mal wieder Call of Duty Modern Warfare 2 auf der pakistanischen Map Karachi. Karachi ist eine schöne Stadt. Ach, das muss ich euch gar nicht sehen. So, wir nehmen auf jeden Fall die UMP45, die 44er Magnum, Semtex, Blendgranate mal 2, Marathon, Leichtgewicht, Ninja und letztes Gefecht. Und wir legen los, Leute. 9 Minuten 11, das Gameplay ist noch relativ frisch. Das Game ist noch relativ frisch. Und wir mit der UMP45. Boah, die sieht ja echt geil aus. Aber schleich dich nicht an! Oh, du dich anschleichen, wirst du nicht anschleichen. Du kannst dich nicht anschleichen, du kannst dich nicht anschleichen. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Vorsichtig müssen wir durch die Map laufen hier, Karachi. Am besten müssen wir eigentlich ducken. Aha! Schaut euch das mal an hier. Hoppapa. Das war ja nicht gut gesetzt hier. Das spricht nicht viel von Erfahrung, die du mitbringst in dem Spiel. So. Nur aufpassen, nicht, dass hier noch ein Gegner. Kann ich aus der Ecke jumpt. Ah, das habe ich gemeint hier. Gleich mehr Messer. Immer eine ganz gefährliche Sache. Messer, Volltreffer, wunderbar. Leute, es geht ja um die Waffen. Das habe ich ja gesagt, im nächsten Video möchte ich über die Waffen sprechen. Jo. Jetzt vergleicht einfach mal die Waffen aus Modern Warfare 3 oder ja so. Die Waffen sehen einfach geil aus. Nehmen wir mal jetzt so einfach nur die ganz normale Waffe UMP45. Der ganze Waffensound, alles hört sich einfach besser an hier, wenn man das Trommelmagazin reinmacht. Es ist einfach geiler hier. Das Gefühl, das Feeling, das kommt halt einfach in Modern Warfare 2 deutlich rüber. Modern Warfare 3 ist kein schlechtes Spiel, aber die Waffen könnten echt ein bisschen realistischer sein. Black Ops 2 habe ich auch schon gesehen, die Trailer könnten echt ein bisschen angepasst werden an Modern Warfare 2, weil da sehen die Waffen einfach einmal geil aus. Also, aber das geht mir ja gar nicht an, sondern wir wollen jetzt hier mal eine coole Runde erzocken und nehmen jetzt mal einfach eine Special Waffe mit und das ist heute mal die die Barrett Colt 50 und die USP 45. Ich bin kein Sniper-Schütze, gebe ich ganz ehrlich zu, aber mal gucken, vielleicht werden wir was reißen mit der Barrett Colt 50, aber das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. So, 150 Punkte, das können wir mal nach hinten. Treppe nach oben, genau, sehr schön. Ah, schmeiß mal einfach am besten sicherheitshalber eine Granate rein. Vielleicht noch eine Flashbang. Oh, so. Ja, also die Barrett Colt 50, habe natürlich noch einen Aufsatz dabei. Und das dieses Thermal-Ding da hier hinten. Ja, da kann man die Gegner halt einfach lokalisieren. Und ist relativ gut, weil man dann natürlich noch einen Schalldämpfer dabei hat. Und da kann man einfach halt die Gegner, ja, versuchen. Und dann zur Schalldämpfer übergreifen. So. Ja, was ich scheiße finde, dass man da nicht ranzoomen kann. In Sniper Ghost Warrior kann man natürlich an das ganze Geschehen ranzoomen. Ist auch ein ganz anderes Spiel, aber trotzdem, ich finde schon, dass man da ein bisschen ranzoomen kann. Ja. Hey, Junge! Schalldämpfer! Endgeil, muss ich sagen. Kann man nichts sagen hier. Was natürlich scheiße ist, man hat einen taktischen Einstieg schon sehr früh, das heißt, man kann boosten im Spiel. Weil es gibt immer Leute, die denken, man muss boosten. Hab ich auch schon oft gesehen, Booster. Ah! Barrett Colt 50. Oh je. Yeah. Das zerfetzt dich, sag ich dir. Also, sind wir da hinten nochmal mit Akimbo-Waffen ausgestattet. Hier haben wir noch ein Pünktchen hier. Ich sehe den gar nicht, Leute, ich sehe den gar nicht. Aha, ich sehe den. Schwierig, die Gegner, schwierig, 100 Punkte. Explodiert das eigentlich, wenn ich hier drauf schieße? Ne, tut's nicht, Gott sei Dank, sonst wäre ich jetzt tot. So, 20 Punkte noch mitgerissen. Karachi, Pakistan. Schöne Map, muss ich sagen. Da hinten sind wir noch im Islamturm. Seht ihr das? Warte mal, ich werde jetzt mal ranzoomen. Oh, da regt sich mal wieder keiner auf. Hier, wenn da hinten eine Moschee steht, da guckt ja auch keiner hin. Aber die Map Favela, die wird rausgerissen. Finde ich nicht gut, finde ich echt scheiße, muss ich sagen. Aber gut. Der Glaube ist unantastbar. So. Ah, ich weiß, wo der ist, Leute, ich weiß es. Ah, da oben zwei Sniper-Schützen, zwei Freunde. Ja, schön, habt ihr euch getroffen?
Habt ihr euch zum Zocken getroffen? Das ist ja mal süß. Ach, kein taktischen Einstieg. Leute, der greift von hinten an. Das ist aber nicht nett. Ja, das ist aber nicht nett. Also ich sage jetzt einfach mal, ciao wieder. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Euer YouTube Gamescom auf der PS3. Bis dahin, der junge Zocker verabschiedet sich.